Ich möchte in diesem Video ein kleines Beispiel vorstellen, bei dem REST verwendet wird, um eine Entity nach außen zu geben, um eine Ressource sozusagen nach außen zu geben über eine REST-Schnittstelle. Sie sehen hier die Entity, die wir aufgebaut haben für unser Beispiel. Das ist in unserem Fall das Bike. Das Bike hat eine ID, einen Typ, eine Rahmennummer und eine Radgröße und eine Rahmengröße. Damit können wir das Bike beschreiben und die wesentlichen Eigenschaften haben wir damit erfasst. Wichtig für unsere Serveranwendung ist, dass wir hier Generated Value mit der Strategie Identity nutzen. Es gibt ja verschiedene Generierungsstrategien und Identity bedeutet, dass sich die Datenbank um die ID-Vergabe kümmert. Das ist in unserem Fall wichtig, weil wir dann keine Kollision mit eventuell hineingegebenen IDs haben werden. Dann haben wir hier noch eine weitere Eigenschaft des Spring Frameworks genutzt, nämlich die Datei data.sql. Die können wir hiermit bei den Ressourcen ablegen und wir können dort SQL-Inserts hineinbringen. Warum machen wir das? Diese Datei data.sql wird beim Start des Spring Frameworks genommen und so in die Datenbank hineingeschrieben. Es werden also Inserts für drei Bikes in unserem Fall durchgeführt, sodass wir dann als Startzustand schon drei solcher Bikes vorhanden haben. Das können wir nutzen, um dann gleich eine Abfrage über die REST-Schnittstelle mit GET zu machen und zu sehen, welche Bikes in der Datenbank in der Ressource enthalten sind. Und ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Fall, um die REST-Schnittstelle nach außen zu stellen, ist der Bike-Controller. Im Bike-Controller wird spezifiziert, welche URLs es geben soll und wie diese gemappt werden auf bestimmte HTTP-GET-Anfragen, auf POST-Anfragen, DELETE-Anfragen oder auch PUT-Anfragen. Und hier in unserem Fall haben wir zwei GET-Anfragen definiert, nämlich einmal ein GET-Mapping für Bikes. Das heißt, wir wollen alle Bikes der Ressource zurückbekommen und Sie sehen, dass die Anfrage an das Repository geht mit der Methode find all. Das heißt, wir wollen alle Bikes zurückgeliefert bekommen und die geben wir auch zurück über diese Schnittstelle. Und wir müssen hier an dieser Stelle nichts weiter machen als diese URL definieren und dann diese Liste von Bikes zurückgeben. In diesem Fall ein iterable von Bikes, was zurückgegeben wird. Und aus diesem iterable wird dann automatisch über das Spring Framework ein JSON-Dokument erstellt, was dann ausgeliefert wird an den Client. Ein weiterer GET-Endpunkt ist die URL Bikes mit einer bestimmten ID. Das führt uns also zu einem Bike mit einer bestimmten ID, die wir abfragen, für die wir uns interessieren. Und dementsprechend würden wir auch auf das Repository gehen mit der Methode findByID. Wir lassen uns die Daten für das Bike mit der ID zurückgeben. Und falls es dort auch Daten gibt, dann geben wir die zurück über das Return. Falls es keine Daten gibt für dieses Bike mit der ID, dann geben wir nichts zurück und es werden dementsprechend auch keine Daten zurückgegeben. Dann haben wir noch ein Post-Mapping, also um ein neues Objekt zu erstellen, über das Post auf Bike gehend. Und wenn wir das so tun, dann wird der Inhalt, der hier uns übergeben wird in dem Request, der wird dann an das Bike-Repository übergeben, in dem wir dann unser neues Bike speichern. Und schließlich können wir auch löschen. Dafür ist hier das Delete gemappt auf die URL Bikes und auch wieder mit der ID versehen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier ein spezielles Bike zu löschen. Dementsprechend übernehmen wir die ID in diese Variable ID und gehen mit Delete by ID auf die Ressource, auf das Repository Bike Repository und können dann das Bike löschen. Und jetzt wollen wir diese Schnittstelle einmal testen. Dafür starten wir zunächst mal
den Server. Das machen wir gleich hier in der Entwicklungsumgebung. Und wir sehen, dass der Server startet. Über unseren Command Line Runner wollen wir auch die drei enthaltenen Bikes sehen. Das ist hier der Fall und das ist sozusagen die Kontrolle, dass der Server jetzt gestartet ist. Und jetzt können wir mit Postman entsprechende Requests an den Server absetzen. Der erste Request wäre hier diese Abfrage auf dem Port 8080 mit dem URL-Ende Bikes. Und wir können das über Postman einfach senden an den Server und wir sehen, dass im empfangenen Datenpaket dann ein entsprechendes JSON-Dokument enthalten ist mit einer Liste aus verschiedenen Bikes und da sehen Sie genau die drei Bikes, die wir gerade in der Kommandozeile schon gesehen hatten, nämlich das Bike mit der Nummer 1, mit der Nummer 2 und mit der Nummer 3. Und jetzt könnte es sein, dass wir uns für ein bestimmtes Bike interessieren. Dann geben wir einfach eine ID mit, so wie das hier in der URL angegeben ist. Also beispielsweise das Bike 3 könnte von Interesse sein, nur die Detaildaten von Bike 3. Dann setzen wir ein GET ab an diese URL mit der ID als letzten Teil und bekommen entsprechend die Antwort mit den Detaildaten nur über das Bike 3. ID ist 3, Typ divers und Frame Number. Wheel Size und Frame Size. Jetzt wissen wir, dass wir drei Bikes in unserer Ressource enthalten haben. Wir hatten das ja vorhin über das Get mit allen Bikes geprüft. Drei Bikes haben wir. Und jetzt möchten wir vielleicht ein weiteres Bike hinzufügen. Da können wir jetzt ein neues Bike hinzufügen. Da machen wir das vielleicht auch mal als Type Female. Wir geben eine bestimmte Rahmennummer mit und die Radgröße und die Rahmengröße lassen wir hier mal so, wie das schon vorgegeben ist. Und dann können wir das senden, diesen Post-Request an diese URL senden und da es ein Post ist, wird nun ein neues Bike angelegt. Als Ergebnis bekommen wir die Informationen über das neu angelegte Bike. Das ist genau das, was wir hier oben eingegeben haben. Also Female, die entsprechende Nummer, am Ende 22, dann 26 für Radgröße und 34 für die Rahmengröße. Und hier wurde automatisch die ID 4 vergeben. Das heißt, wenn wir jetzt alle Bikes abfragen, dann müssten auch vier Bikes hier vorhanden sein. Das machen wir und wir zählen 1, 2, 3 und 4 mit dem neuen Bike. Das können wir jetzt nochmal wiederholen. Und jetzt vielleicht ein Mailbike hier abspeichern mit der Rahmennummer am Ende 23. Sie sehen, als Bestätigung kommen die neuen Objektdaten. Und wenn wir abfragen, dann sind jetzt 5 Bikes enthalten in der Ressource. Und jetzt wollen wir vielleicht auch löschen. Dafür gehen wir mit einem HTTP-Delete auf diese Ressource und wir müssen angeben, welches Bike wir löschen möchten. Und da wollen wir jetzt vielleicht das Bike löschen, was gerade angelegt wurde, das Bike mit der Nummer 5. Wir senden das ab. Bekommen eine Bestätigung und wir können dann wieder abfragen, welche Bikes sind in der Ressource vorhanden. 1, 2, 3 und 4. Das Bike mit der Nummer 5 fehlt jetzt, denn das haben wir gerade gelöscht. Genauso können wir beispielsweise auch das Bike mit Nummer 1 löschen. Absenden, erfolgreich abschließen und dann noch einmal testen, welche Bikes haben wir. Das Bike mit der Nummer 1 fehlt und taucht auch nicht im Weiteren dieser Liste auf. So viel erstmal zur praktischen Arbeit mit REST und zur Arbeit mit dem Tool Postman, um hier Requests abzusetzen, die auch Inhalte in den Abfragen mit sich tragen können.